Eine Unterschrift und der Vertrag ist besiegelt. Im digitalen Zeitalter ist es aber gar nicht so einfach zu beweisen, dass eine E-Mail auch wirklich von der richtigen Person kommt. Die Swiss ID soll hier für Sicherheit sorgen. Vera Hechler. Die Swiss ID. Sie verleiht jedem E-Mail eine elektronische Signatur. Bei herkömmlichen E-Mails lässt sich nämlich nicht nachweisen, wer der Absender ist. Gerade für Anwälte ist das ein Problem, denn vertraulich kommunizieren ist für sie das A und O. Die Anwälte brauchen die Karte, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, per E-Mail ihre E-Mail elektronisch und fälschungssicher zu signieren und zu verschicken, Verträge elektronisch und beweiskräftig zu unterzeichnen und die Schriftstücke auf den gesicherten Kanal an die Klientschaft weiterzuleiten. Auf der Swiss ID sind die persönlichen Daten gespeichert. Ein Kartenleser und ein PIN-Code reichen, um die elektronische Signatur an ein Dokument zu hängen. Ein mittels Swiss ID via elektronischem Postschalter versandter Brief ist dem eingeschriebenen Brief gleichgestellt. So werden Kosten gespart. Rein postalische Einsparungen sehen wir am Beispiel Österreich 9 Millionen pro Jahr, rein durch den elektronischen Rechtsverkehr von so Gerichtsakten. Vor 2 Jahren hat der Bund die Swiss ID lanciert. Heute nutzen vor allem Firmen, Gemeinden und Behörden den elektronischen Ausweis. Wo man die Swiss ID sonst noch einsetzen kann und was sie Privatpersonen bringt, das habe ich Franz Grüter, den Chef von Green.ch, gefragt. Also wir haben es gesehen, das E-Mail ist ganz klar die häufigste Anwendung zurzeit, die genutzt wird, das digitale Signieren von E-Mail. Es gibt aber mittlerweile über 230 Firmen und auch Institutionen, die sich genutzt werden. Am besten hat man einen Überblick, wenn man auf swissid.ch geht, wo man all die Firmen sieht, die das bereits heute anbieten. Die bekanntesten sind sicher Post, sind aber auch Behörden, Steuerämter, Baueingaben beispielsweise und viele andere Sachen, die man heute bereits mit der Swiss ID elektronisch abwickeln kann. Wieso soll man überhaupt so eine Karte kaufen? Bis jetzt ist es ja auch nicht gegangen. Ja, also wenn ich zurückschaue vor 20 Jahren, als E-Mail eingeführt wurde und ich den Unternehmer gesagt habe, führen Sie ein E-Mail ein, haben mir alle Unternehmer gesagt, wieso soll ich ein E-Mail einführen? Es ist bis jetzt auch nicht gegangen. Das ist für mich ein ähnlicher Fall hier. Es braucht ein bisschen Zeit und man muss sehen, durch die enorme Verbreitung des Internets ist als Bedürfnis gestiegen, können rechtsgültig elektronische Geschäfte abwickeln. Für das ist Swiss ID. Es ist der einzige Weg, der vom Gesetzgeber vorgesehen ist, um elektronische Geschäfte können so abzuwickeln. Und von dem her gehe ich davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wo das noch viel weiter wird verbreitet sein. Aber Privatpersonen können die Karte bis jetzt erst sehr wenig brauchen. Ja, da glaube ich, das ist ein Huhn-und-Ei-Problem. Wir haben aktuell etwa 270'000 Swiss-IDs, die der Bund verkauft hat, die im Umlauf sind. Ab 2016 wird auf jeder normalen, herkömmlichen Schweizer Identitätskarte die Swiss-ID gerade noch drauf integriert sein. Damit kommt sie natürlich eine enorme Verbreitung über. Und damit ist es auch für die Anbieter interessant, auf dem basierend noch dann nochmal neue Anwendungen zu machen. Also ich bin überzeugt, dass wird eine Frage von der Zeit sein, wird die Swiss ID zu dem Standardmittel werden, wo man nachher tut, elektronisch Geschäft abwickeln. Wie sicher ist da die Karte? Es ist eine sehr sichere Karte. Ich würde sagen, wenn die gleiche Sorgfaltspflicht angewendet wird, wie man das von der Kreditkarte her auch könnte, kann man sagen, es ist eine sichere Karte. Mir selber ist bis heute auch kein Missbrauch oder Betrugsfall bekannt. Also ich meine, es ist eine sichere Karte.